Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, der Ton kommt heute separat, da ich mein Mikro für das Fahrvideo vergessen hatte. Deshalb heute mal ein Video, wo ich einfach so nebenbei ein bisschen erzähle und auch einmal mit meinem Roller recht ins Schwanken komme. Aber das seht ihr ja nun schon an einer gewissen Stelle. Deshalb viel Spaß beim Zuschauen. Hier war ich gerade in Großmane angekommen und fahre jetzt Richtung Beinum. Aber es geht noch ein Stückchen weiter. Weil mir das Ganze ein bisschen riskant war, bin ich dann auf den Fahrradweg gefahren und ja, habe eine Ecke auf dem Fahrradweg zurückgelegt bis Richtung Beinum und dann habe ich natürlich auch noch die Straße überqueren müssen. Ja, wie ihr seht, fahre ich einige Meter auf diesen Fahrradweg und der ist so wucklig und holperig, würde ich mal sagen. Aber es blieb mir nun keine andere Wahl. Ich wollte nicht auf diese Straße drauf. Und wie gesagt, gleich werden wir auf jeden Fall die Straße noch überqueren. Jetzt ist es natürlich gleich soweit und wir überqueren die Straße. Dann wird es noch mal ein bisschen hucklig und ja, auch bucklig, würde ich mal sagen, oder holperig. Aber dann kommen wir auch gleich ins Dorf rein. Wir fahren durch das Dorf durch und fahren dann Richtung Kalbicht. Aber ihr werdet sehen, wir machen noch einen Stopp. Da könnt ihr mal sehen, wie schnell man durch so ein Dorf durch ist. Ne? Ist nicht gerade viel Weg gewesen. Aber anschließend sehen wir gleich noch ein schickes Auto. Nun sind wir aus dem Dorf raus und wie ich schon sagte, wir fahren Richtung Kalbicht. Aber habt ihr den schönen Porsche gesehen? Das ist doch ein schickes Auto gewesen, oder? Ja, und wir kommen auch gleich zu unserem Stopp. Mal gucken, wie die Tonaufnahme geworden ist. Ja, könnte man glatt so sagen, weil ich weiß nicht, wie dolle der Wind da rumpfeffert.
Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Leider habe ich mein Mikrofon vergessen. Daher erzähle ich euch was in diesem Video, was ich gerade denke, was ich gerade mache, wo ich gerade durchfahre oder langfahre. Und ich habe eine Raucherpause eingelegt. Das soll auch sein. Zwischendurch mal anhalten, bisschen ruhen, bisschen die Luft genießen, dann fahren wir natürlich anständig weiter. Jetzt liegt es natürlich an mir. Wie mache ich das am besten, wo ich natürlich auch in diesem Video euch eine Kleinigkeit erzähle und dazu natürlich ja unten mit reinsetze, sozusagen meine Stimme, dass wir dieses Video einstellen können, sage ich mal so, oder ich dieses Video für euch einstellen kann. Was ich sagen muss, gestern, das war ein super schöner Stream mit euch. Alle Abonnenten wie auch Community, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so stark hinter mir steht, dass ich mich gestern richtig wohlfühlen konnte. Vielen, vielen Dank nochmal dafür an alle. Ich hoffe natürlich, dass der Wind nicht so extrem ins Mikrofon haut oder dass ich so laut bin, dass ich, was weiß ich, bis ans andere Ende der Welt gehört werde. Aber ich spreche hier laut, weil hier ist wieder mal sehr, sehr windig. Ich glaube, der Wind ist genau in das Mikrofon reingehauen. Deshalb, ich habe den Helm jetzt mal gedreht, um dass wir vielleicht noch ein Tönchen jetzt empfangen können. Ja, Schusseligkeit, ne? Warum habe ich mein Mikrofon nicht extra mitgenommen? Nein, ich habe nur die Cam mitgenommen, die Fernbedienung, aber das Mikrofon habe ich komplett vergessen. So, die letzten Züge von der Zigarette. Nein, nicht meine, von dieser Zigarette. Ich rauche jetzt noch auf und dann geht's weiter. Nun kommen wir gleich Richtung Kalbecht. Oder nein, wir sind auf dem Weg nach Kalbecht, sage ich doch mal so. Und schaut euch mal diese Bäume an. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wir kommen schon in die Richtung Herbst. Also Wahnsinn. Nun sind wir auch so gut wie durch Kalbecht durch. Und wir geben uns natürlich jetzt Richtung Herbertshagen. Ja, wo ich dann so langsam für euch das Video schneiden kann und mich auch schon sehr darüber freue.
Also an dieser Ampel, da kann man manchmal ganz schön lange stehen. Ja, aber mein Fahrstil war heute auch nicht gerade so berauschend. Also irgendwie zweimal fast von der Straße irgendwie abgekommen. Aber man sieht, der Verzagen ist erreicht und jetzt geht's natürlich in die letzten oder auf die letzten Meter nach Hause. Da kann man mal sehen, wo man manchmal den Kopf so hat und wie jetzt zum Beispiel das vergessene Mikrofon. Aber ich denke mal, vielleicht konnte ich es so einigermaßen richten, dass ich wenigstens ja, noch so ein paar Sätze dazu bringe. Und ich lasse mich auch mal überraschen, was ihr dazu sagt, ob euch das sogar gefallen hat. Wenn ja, lasst natürlich gerne ein Like, ein Abo oder sogar ein Kommentar da. Viel, viel Freude wünsche ich euch oder ich hoffe, ihr hattet viel Freude an diesem Video und euer Scooterschrauber. Macht's gut. Tschüss.